¿Qué tal, tangueros? En esta clase vamos a tomar la segunda parte de lo que hicimos en la clase pasada en esa misma sala y desde el final de esa segunda parte vamos a hacer un giro donde el hombre le propone a la mujer un adorno, finalizando con una parada. También vamos a ver cómo adaptamos toda esa secuencia de la clase completa a la milonga en caso de que tengamos suficiente espacio como para bailar en la milonga, para que sea siempre en la misma dirección y sea aplicable al baile social. Disfruten la clase, recuerden comentar, compartir y suscribirse al canal. Endlich können wir anfangen. Danke. Heute haben wir ein Stück genommen von der Sequenz, die wir letzte Woche gemacht haben. Ja? Die Sequenz von letzte Woche, wir zeigen das. Das war das. Denke ich, oder? Ja, okay. Wir haben den letzten Teil davon genommen. Und das ist dieser Teil. Also da die gleiche Figur, das wir auf der anderen Seite gemacht haben, nur nicht hier, sondern hier. Und da haben wir angefangen, alles aufzubauen. Erstens, Schritt für Schritt. Ja, zeigen wir erstmal die Figur von heute. Der zweite Teil von letzter Woche. Und dann haben wir das so gemacht. Und dann werden wir das noch wiederholen. Warum? Weil wir jetzt in dieser Richtung sind und wir sollten eigentlich dahin tanzen. Immer in Richtung gegen Uhrzeigersinn in der Milonga. Deswegen, wenn wir irgendwo, irgendwann so schauen, sollten wir überlegen, das ist kein Problem, es ist nicht schlimm. Aber wir sollen schon überlegen, wie gehen wir zurück in die Richtung. Ne? Solange wir nicht in diese Richtung tanzen, ist alles okay. Also jetzt, Schritt für Schritt. Salida. Wechselschritt, gekreuztes System, jetzt gehe ich Ihnen vorbei. Und bei diesem Schritt soll ich aufpassen, dass ich nicht da gehe, sondern so nah wie möglich zu der Linie, also zu der Spur Ihres rechten Fußes, damit Sie nicht auf die Idee kommt zu kreuzen. Das ist das Erste. Kreuzen vermeiden. Die zweite Sache. Bei dem nächsten Schritt sollte ich möglichst, wenn möglich, Kontakt mit Ihrem Oberschenkel zu haben, also mein Oberschenkel und Ihr Oberschenkel. Da. Warum das? Damit sie nicht auf die Idee kommt, hier ein Ocho rückwärts zu machen, was meinen Plan ruinieren würde. Ich muss verhindern, dass sie diesen Ocho macht. Und das schaffe ich mit Kontakt mit dem Oberschenkel. Hier denkt sie, ah, es ist blockiert. Dann kannst du es nicht. Und auf dem Punkt werden wir drehen. Und wir drehen. So. Das ist wahrscheinlich der schwierigste Punkt von allen. Ja, wo alle die meisten Probleme gehabt haben. Was brauchen wir in diesem Punkt? Da brauchen wir, dass sie auf dem linken Bein pivotiert und dass das rechte Bein sich frei bewegt zu meiner Mitte. Also das ist hier. Ich werde dabei auch ein Pivot machen und den nächsten Schritt machen mit dem rechten Bein rückwärts. So. Also, sie sollte versuchen, den Schritt ein bisschen zu verlängern, so ein bisschen länger zu machen. Es muss nicht unbedingt sein, es kann von der Führung auch nur gelingen, aber es ist ein Vorteil, wenn sie das schon kennt. Also, jetzt, während ich rotiere, soll ich den Fehler vermeiden, das Gewicht dazu verlangen, weil dann kann sie den Schritt nicht in die Mitte machen. Sie muss den rechten Fuß frei haben, total frei. Jetzt in die Mitte. Da. Perfekt. Ab hier geht's leicht. Vorseit rück macht sie. Und ich mache na, hinten verlagern, rück wechseln, vor. Eins, zwei, drei. Da machen wir den Sandwich. Diesen Sandwich haben wir aber jetzt verändert. Davor. Willst du was sagen? Ja, also wir. Warte, warte, warte. Wir machen Mikrofonübergabe jetzt. Bei der Vorseitsrück, das ist Hero. Ja. Bei dem Hero müssen wir aufpassen, dass der Oberkörper aufrecht bleibt. Also aufrecht bedeutet Oberkörper über die Hüfte. Ja. Da bekomme ich viel Schwung bei dem Vorseitrück. Und da ist sehr wichtig, aufrecht zu bleiben. Hier mit Rückenziehen nach hinten. Ja.
Okay. Das? Und jetzt weiter. Bei dem Sand, das wir gemacht haben, das haben diesen Impuls haben wir weitergegeben. Und wir führen sie praktisch ins Hier. Hier, Rückseite vor. Parada. Was ich da gemacht habe, ist, ich gehe aus, genauso wie ich den Sandwich gemacht habe, vielleicht sogar ein bisschen weiter vorne, damit dieser Impuls als Vorschlag für eine Verzierung dient. Jetzt hier, seht ihr, das ist kein Sandwich, ein Sandwich wäre hier. Da gehe ich ein bisschen weiter. Und das ist jetzt der Vorschlag für eine Verzierung. Können wir die Verzierung auch hier zeigen? So. Vorsicht, das kann man nicht mit allen Frauen der Milonga tanzen. Manche Frauen denken, ah, das ist ein Sandwich. Und wenn sie das denken, was passiert in dem Moment? Passiert, sie bleiben. Sie wollen nicht weitergehen. Sie denken, es ist ein Sandwich. Also muss ich ein bisschen probieren davon. Wenn ich total überzeugt bin, ja, sie hat viel Erfahrung, sie kann das machen, kein Problem, kann ich auf einmal. Aber ansonsten würde ich vielleicht hier auf der Spitze probieren. Was macht sie? Ah, sie geht. Sie geht rüber. Dann probiere ich vielleicht bei einer Sandwich-Position. Das ist ein bisschen weiter. Ah, sie geht. Okay. Jetzt kann ich es. Dann wird es funktionieren. Noch eine Sache. Zwei Stellen, wo man präzis schließen sollte. Weil das schöner aussieht. Jetzt. Jetzt. Mehr gibt es nicht dazu zu sagen. Jetzt, wenn wir diese Kombination weitermachen wollen, also das heißt wiederholen in einer Reihe, falls wir in einer Milonga so viel Platz hätten und so groß wäre, dass wir diese Kombination zwei, dreimal hintereinander tanzen können, dann können wir Folgendes machen. Jetzt schauen wir da. Und wir wollen dahin weiter tanzen. Also wir führen sie. Ein Ocho. Und jetzt, wenn sie hier vorwärts geht, ich gehe rück, sie geht vor, seit rück. Ich gehe rück, wechseln, vor. Zusammen. Eins, zwei, drei. Ab hier kann ich die Sequenz wiederholen. Ocho. Wiederholen. Ocho. Wiederholen. Und so weiter. Noch was zu sagen?